Der Republikaner Ron DeSantis hat am Mittwoch seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA offiziell verkündet. Im Moment ist der Hardliner seiner Partei damit der einzige ernstzunehmende Widersacher von Ex-Präsident Donald Trump, der ebenfalls wieder für das Amt kandidiert. Doch wer ist der Mann, der nach der Wahl im nächsten Jahr ins Weiße Haus einziehen will und für welche Politik steht er? Bewahrung der traditionellen Familie, hartes Vorgehen gegen Migranten und Schutz vor linker Agenda. Das ist die Politik, die der Gouverneur von Florida, DeSantis, vertritt. Der 44-Jährige hat sich in seiner Laufbahn als strategisch rechter Politiker positioniert. Er ging in der Vergangenheit aggressiv gegen Transpersonen und Aufklärung über sexuelle Orientierung in Schulen vor und richtete sich damit vor allem gegen die Woke-Ideologie. Dieser Begriff diente ursprünglich zum Beschreiben einer Haltung gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit, wird in den USA mittlerweile aber von vielen genutzt, um überzogene linke Korrektheit zu brandmarken. Beim Streitthema Einwanderung ließ er vergangenes Jahr mit einer beispiellosen PR-Inszenierung Migranten aus Texas auf die Insel Martha's Vineyard vor der US-Ostküste fliegen, wo besonders viele liberale und vermögende Amerikaner ihr Sommerdomizil haben. DeSantis, der nach außen ein klassisches Bild seiner konservativen Bilderbuchfamilie vertritt, wurde schließlich im November 2022 mit einem historisch starken Ergebnis als Gouverneur wiedergewählt. Und das entgegen dem Bundestrend bei den US-Zwischenwahlen, bei denen vor allem Kandidaten, die Trump unterstützt hatte, deutlich schlechter abschnitten als erwartet. Für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist DeSantis sein wohl größter innerparteilicher Konkurrent. Trump gilt als einstiger Förderer von DeSantis und erzählte immer wieder öffentlich, dass er ihm als Mentor zum Gouverneursposten verhalf. Er unterstützte den damaligen Kongressabgeordneten DeSantis erst bei den Vorwahlen und dann bei der Gouverneurswahl selbst und wirft seinem einstigen Schützling heute Illoyalität vor. Was ein möglicher Präsident DeSantis für die US-Außenpolitik und Verbündete wie Deutschland bedeuten könnte, ist unklar. Zuletzt sorgte er mit Äußerungen für Aufsehen, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfe angesichts innenpolitischer Herausforderungen keine Priorität für die USA sein. Trotzdem gibt es aus europäischer Sicht im Vergleich mit Trump die Hoffnung, dass DeSantis besonnener handeln könnte und Allianzen nicht leichtfertig aufs Spiel setzen würde.